Hey, willkommen zurück zu Let's Play Miitopia. Heute machen wir mit den nächsten Quests weiter, denn wir wollen auch langsam mal zum Himmelsturm gelangen. Letzte Folge haben wir die Vampirrolle freigeschaltet. Eigentlich fast schon noch Zufall, weil ich wollte eine von diesen Quests ausprobieren und dann stand jemand Neues rum. Und dann habe ich den gemacht, also die Quest von dem, und er war ein Vampir. Und dann konnten wir, indem wir seine Villa von einem Geist befreit haben, die Rolle freischalten. Ja, heute machen wir mit Professor Ice Quest weiter. Weil die ist nicht so hoch. Oh, ist schon leicht gelevelt, okay. Beide leicht, okay. Mach doch mal die von Professor Eich. Vom komischen Forscher Professor Eich. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich, Professor Eich, die bekannte Kapazität auf dem Gebiet der Robotik. Robotik? Egal. Guck mal es drauf an. Kennst du dich auch mit Juwelen aus? Genauer gesagt mit Augen- und oder nasenförmigen Juwelen. Von sowas hört man eher selten. Aber ich habe da so eine Idee. Folgt mir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Folgt mir rasch, die Reinraumfabrik ist der Ort für die Suche nach seltsamen Juwelen. Alles klar. Es klingt sehr gut. Ein Roboter hätte nicht besser antworten können. Wir müssen an einen Ort, der in Wolkenheim liegt. Also auf geht's. Wolkenheim wieder. Das ist nice. Wie aussieht seine Haare? Wolkenheim. Let's go. In die Reinraumfabrik gehen wir jetzt. Oh, okay, jetzt kommen wir auch zum, Reisegummi. Dann hole ich es zuerst ab. Lol, was? Njam, njam. Oh, unglaublich. Dieses Gericht wurde in nur 3 Minuten zubereitet. Zauberei. Das schmeckt, als wenn es ganz frisch wäre. Dies ist der Inbegriff eines guten Steaks. Ich werde bei Tiefkühlkost nie wieder die Nase rümpfen. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Rack, der Reisegummi. Hohe Kochkunst hebt auch mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich von dir teilen. Danke für Tiefkühlkost. Bon Appetit. Sehr schön, uns geht nicht weiter, alles klar. Machen wir hier weiter. Mal schauen, ob wir heute noch neue Gegner sehen. Aber ich glaube sogar schon. Die reinste Schaukelpartie hier auf dem Rücken von Flecky. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten. Was für ein Wachungsgetraining. Sechsfleck, ich komme. Eieiei. Ich find's cool, dass Professor Eis sich jetzt auch mit Robotik. Auseinander nimmt. Heißt es so? Auseinandersetzt, heißt es. Aber er hilft schon gut mit. Und der Schaden sind 10. Reicht, glaube ich, sogar eine normale Explosion. Nee, doch nicht. Aber hier haben wir neue Gegner auf jeden Fall. Und zwar Mecha-Pinguine und ein Altroboter oder ein Altroboter. Ich habe den Namen nicht ganz lesen können. Ich habe nämlich vergessen, weil ich nicht so drauf geachtet habe. Aber egal. Wird nicht das einzige Mal sein, dass wir die Gegner gesehen haben. Drei Spielscheine ist sehr gut. Ich habe vorher schon einen vorm Spiel noch bekommen von einem Brief halt. Da haben wir wieder. Eine Heilwolke, Robopengi und Robolt. Okay, die Robopengi sind auf jeden Fall sehr frech. Aber die sehen nicht ganz nice aus. Und der Schaden ist auch krass. Oh, wie riesig der Stab gerade war. Sehr schön. So, vielleicht nehmen wir noch einen schwächeren Limit, damit wir auch den noch ein bisschen leveln können. Vielleicht eine 15er oder so, das sollte eigentlich auch passen. Weil der Rest ist ja eigentlich ganz gut gelevelt. Und Draco will zu Flecky. Also Flecky will zu Draco. Alles klar. Okay, also anscheinend ist es so, dass die Mies lieber den Apfel immer haben wollen. Und deswegen gibt es dann weniger Freundschaftspunkte. Alles klar. Samurai, oder?
Nee, Steinkluft. Sieht ein bisschen samurai-mäßig aus. Vor allem der untere Teil der Rüstung. Der Hut nicht so. Ey, der ist auch krass. Ich würde sagen, wir spannen heute wieder auf Verheldensachen. Wir wollen ja nämlich den dann auf maximale Stufe bringen und. Mal schauen. Komm, wir versuchen es. Wenn der Heldenpixer gerade schon drin ist. Als ob. Das freut mich. Dann haben wir einen neuen Helden jetzt im Team. Nice. Denk ich mal, wir müssen einen Helden Anzug freischalten. Ups, habe ich vergessen, den mitzunehmen. Aber okay, nicht so schlimm. Und dann wäre die 12 Pixel auch voll. Oh, jetzt können wir sogar schon in die Reinraumfabrik wahrscheinlich. Als ob jetzt Impa krank wird. Ich habe kurz die Absaugung geholt. Seine Absaugung. Es war nur ein bisschen Gold. Aber sonst nichts Besonderes. Mal schauen. Was es hier geht. Okay, das glaube ich, die wir verfolgen soll. Das Gespräch sah ganz interessant aus. Was gibt's hier? Ah, eins sollten wir ihr auch mal das langsam kaufen. Heldenrobe sieht ganz lustig aus. Ja, komm, sparen wir noch ein bisschen. Futter kommen wir auch mal wieder. Let's go. Oh, ich tue mir die Herrschaft begönnen. Sehr schön. Schön, wie ich bisher gebufft bin. Oh, krass. Oh, Impa ist ja krank. Aber es läuft ganz gut bisher. Von den Leveln her. Auf geht's. Aber wir können noch ein Spiel alle schauen. Nee. Obwohl es hätte eine Fürstliche. Komm, schauen wir nochmal nach. Es könnte eine Fürstliche Portion sein, die da so halb alles einnimmt. Oh, ist es sogar. Dann drehen wir einmal. Mhm. Drehen wir halt zweimal. Oh Gott, ich drehe lieber nicht mehr. Das scammt mal wieder nur rum. Der. Ah, stimmt. Das muss man einen neuen mitnehmen, weil Impa ja nicht dabei ist. Nehmen wir Tetra mit, oder? Nee, komm. Revali. Ups. So. Und Tetra muss auch mal wieder mitnehmen, weil die ist erst Level 16. Mal schauen, vielleicht gibt es irgendwo noch ein Farming-Level dann. Wow. Erstmal der Quest Freak. Da hatte ich erst einen kleinen Fail. Allgemein Wissen geht aber. So. Welches dieser Monster trägt eine Brille? Magikobold. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Wenn es irgendwas kommt mit Wolken, weil die Heilwolke trägt eine Brille, aber sonst. Weiß ich gar nicht. Wie heißt der Heilzauber des Priesters? Heilung. Weil wenn die Frage liest, da kriegt man kurz Panik, aber wenn man die Antwortmöglichkeiten dann sieht, dann ist es endlich ganz easy. Welche Stadt besucht denn du gerade zuerst? Anfangs. Aber erstmal ist auch ein ganz geiler Name. Ah, die Fabrik sieht nice aus. O5 Bananen. Ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt schon insgesamt haben. Im Lager. Ich sag mal so 80 bis 100. Okay, da müssen wir hin. Gar nicht so weit weg. Gehen wir erst unten lang. Ich hoffe mal, dass hier... Reinraumfabrik. Ich hoffe mal, hier ist kein, wow! Keine so vielen Abzeugungen, aber das sieht ja ultra krass aus. Faszinierende Gegend. Hier glänzt und glitzert alles. Hey, das ist... heißt es wohl. In dieser Gegend werden Roboter hergestellt. Und zwar nur die allerbesten Hightech-Roboter. Für so feine Roboter braucht man auch eine feine, saubere Gegend. Verstehe. Selbst das allerkleinste Fitzelchen Staub ist hier strengens verboten.
Gut, dass meine Klamotten frisch aus der Reinigung kommen. Ja. Nur bei Mario macht mir ein bisschen Sorgen. Nicht, dass hier noch über Katzen herumliegen. Lol. Ein Stahlskorpion. Springer weg. Let's go. Nichts zu klauen. Epis im hellen Pixel. Müsste nochmal Explosion reichen, ja. Dann verschwende ich nicht so viel. Magiepunkte. So, schnell weiter. Das Rival, das mal sagen wird. Auf Reisen zählt nur eins Freundschaft. Ja, genau. Exo, Heilwolke. Ja, Exos passt nicht so gut rein, aber Heilwolken. Finde ich schon. Schade. Ich habe ja nichts zum Klauen. Wir müssen die Heilwolke killen. Sehr schön. Mach so weiter, der Akku. Ja, wir hauen so lange auf die Heilwolke drauf. Radergriff 2. Gibt doch Heilangriff 3. Oh, der Rakko. Ich hoffe, er ist auch eine Banane. Ja, macht er. Gut. Lol, was hast du für einen Impuls? Kann es Pora auch? Muss ich mal ausprobieren dann. Nice. Oh, Grillskorpion schon wieder. Das mag, glaube ich, wirklich gar keiner, oder? Das war's schon. Okay. Das ist ja nice. Wir furzen mit Mario. Wir lernen Helfen 2. Erhöhte Chance gibt's, okay. Keiner will was kaufen. In der Spielhalle ist auch nichts und... Wir können nur futtern. Nice. Dann würde ich sagen, brecht mir einfach wieder auf. Und nehmen weiter Revali mit. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht mal Link mitnehme mal wieder. Denn er kann ja auch bald das Heldending freischalten. Was? Ich könnte es jetzt schon beenden. Aber es wäre langweilig. Deswegen machen wir erst die andere Mission. Denn ich will noch zur Kiste kommen. Vielleicht ist es eine riesige Kiste. Und so kommen wir dann an eine neue Waffe oder so ran. Und der ist wirklich Altroboter. Das ist ein sehr nicer Name übrigens. Und nice, Level 20, das sollte ich haben. Denn ich will alle auf Level 20 bringen und dann kann ich endlich mit allen irgendwelche Quests machen, weil Level 20 reicht, glaube ich, auch sogar. Ich muss noch große Sachen für die kaufen. Rivali und Terrako müssen auch noch ein bisschen besser befreundet sein dann. Ich glaube, stecke ich noch mal ein Zimmer, die sind jetzt Level 4. Oh nice, das war dieser Doppelangriff. Der ist so insane stark irgendwie. Also Rivali, würde ich sagen, kann man nicht auch sogar mit nehmen jetzt in nächster Zeit. Vielleicht tausche ich da mal Mario wieder aus. Der müsste ich auch. Und dann wird sein, habe ich irgendwas im Gesicht oder so. Ja. Da krabbelt ein ekliger Riesenkäfer auf seiner Schulter rum. Ah! Oh. Ja gut. Ja.
Ist schon mal passiert, aber... Ich habe was draus lernen können, aber nee. Nee. Habe ich nicht. Irgendwie. Ja, Impa ist ja da. Dann nehme ich Impa mit und zwei andere. Weil Impa ist die, wo heilen kann, wiederbeleben kann. Die ist ziemlich wichtig bei einem etwas schwächeren Team. Und die ist auch sehr gut gelevelt. Oh, Level 20. Und die lernen wir Hand. Und direkt wieder gehen. Dann stecken wir mal auch Impa dazu und stecken. Ah, stimmt, es steht Raku schon mal Dings im Zimmer. Eine Akustikgitarre. Oh, das gefällt dir sehr gut. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Raku. So kann man uns noch irgendwas buffen. Hier, oder? Nee. Jetzt ist Raku und Link sind nicht befreundet. Deswegen stecke ich die mal zusammen. Ansonsten. Oh, warte. Ansonsten sind halt wirklich. Buch und Kek hier noch nicht. Aber ansonsten sind wirklich. Ah, stimmt. Pure Kek habe ich zusammengepackt. Da sind alle miteinander befreundet. Mindestens Level 2. Und ist auch schon mal ganz gut. Dann kannst du ihn unterstützen. Und das will ich. Oh, ich kann. Link jetzt das Heldenschwert kaufen. Sehr schön. Oh, das ist größer, als ich dachte. Sieht episch aus. Also die Helden-Galaxy-Sachen gefallen mir mega gut. Mal schauen, ob es wirklich jetzt war oder ob es noch irgendwas geben wird am Ende. Außer Ausstüge. Werde ich nicht mehr alles schauen, da gibt es nichts. Futtern können wir mal wieder. Nice. Und dann geht's weiter. Habe ich nicht gewechselt. Na egal. Ist nicht so schlimm, die Level sind ja sowieso nicht so schwer. Also, nicht so lang. Ich will das ganz schnell. Okay, ist nur für die Kiste. Dann gehen wir kurz zur Kiste rein. Aber bisher gefallen mir die Juwelenmissionen echt gut. Ein Höllenhotdog, nice. Noch eine Kiste. Mit einer Herrschersuppe. Und so eine ganz große Kiste, oder? Und eine Falle. Ne, ein Hühnchencurry. Alles klar. War ganz nice, warm. Bisschen Essen dabei, aber leider kein neues Kleidungsstück und eine neue Waffe. Da geht's schon los. Oh. Wenn Pura jetzt am Ende da hinten steht. Oh. Level 20 lernen auch Viehern. Nice. Jetzt müssen wir mal schauen. Wer was haben möchte. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich werde mal die ganzen Kittel jetzt demnächst mal kaufen. Und dann schon mal weiter. Dann besetzt mal kurz das Team. Und zwar nehme ich anstatt Mario und Terrako, Impa und Tetra mit. Und jetzt kommt dann schon die letzte Mission hier vor dem Boss. Also es ist mal eine kurze Mission, aber die Gegner gefallen mir hier und allgemein hier gefällt mir alles, der Hintergrund. Haben sie echt gut gemacht hier. So. Einfach wenn die auf Wolke erst rausnehmen. Oder die anderen Gegner, dann macht es auch nichts aus. Ja, jetzt kann es eh nichts mehr heilen außer sich selber. Und 25 sind echt nicht viel. Robosaft, ist das neu? Hatten wir es schon mal? Ich glaube nicht. Lol. Achso. Ich dachte, das ist gerade schon der Boss. Komm, geh mal wieder nach rechts. Hier, wir haben dir sogar ein Geschenk gekauft. Oh, danke. Lol. Wie geil. Oh Gott, aber sie hat, glaube ich, gar keinen Geburtstag gehabt.
Haben wir noch nicht gesehen. Aber da haben wir eine Torte bekommen. So. Ich habe schon geachtet, ob es jetzt Wolken gab. Ja, eine Wolke. Dann mache ich die mal weg. Hallo, warum hat das kein Dings gemacht? Kein Doppelangriff. Sehr schön. Okay, jetzt können wir angreifen. Auf den Stahlskorpion. Sehr schön. Wir kommen auch gleich auf die 1700 besiegten Gegner. Außer es. Obwohl, ich glaube, wir schaffen es sogar gar nicht mehr. Jetzt glaube ich, die Mission gleich zu Ende und dann. Ja. Kommen wir zum Boss und es ist eh nur ein, nur zwei Gegner. Vielleicht auch drei. Mal schauen. Kommt drauf an. Mal schauen. Komm mal, das spielen. Wir können ja nicht kurz vom Boss jetzt hier eine Pause machen. So. Nice. Also mit Flecki sind alle echt gut befreundet. Oh Gott, Obosa aber nicht. So, Obosa ist schon mit allen befreundet, ja. Die sind auch schon befreundet. Links noch nicht mit Terraku richtig befreundet. Aber dann sind sonst alle da miteinander befreundet. Das ist sehr gut. Ja, komm. Terraku braucht mal wieder eine Rüstung. Auch wenn es hässlich aussieht. Obwohl. Kann er gerne anziehen. Finde ich gar nicht so schlecht. Wenn es ihm gefällt, dann ist ja alles gut. Oh, was gibt's? Lumpenkleid? Nee, da falle ich nicht drauf rein. Okay, Gerd hat jetzt die Torte von Petra gegönnt. Eieiei. Geht ja gar nicht. Vielleicht nehme ich auch mal anstatt Revali nochmal. Oder komm. Was? Okay. Hätte ich erwartet, aber gefällt mir. Was habe ich denn? Ah, da kann ich nochmal das Team wechseln dann. Ich glaube, mein Boss nehme ich das stärkste Team damit. Drei Spielscheine. Ein geheimes Kistenlevel. Oh, wie nice. Das super Kostüm. Gar nicht so schlecht, das muss ich sagen. Oh ne, ich bleib dabei. Ich warte nur auf die Heldensachen. Noch 5000 Gold. Das hat sich mega gelohnt, die Sache hier. Und das in Verbindung nochmal. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht. Ach, gut. Also nicht gut, aber. Besser als irgendwas mit dem Team. Und neuer Look für Revali. Ja. Zuerst mal, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Ja, das Grün-Blau. Ja, das ist eigentlich ganz nice gewesen. Oh no. Tetra braucht immer wieder neue Sachen. Wir müssen ja alle ein bisschen auf dem gleichen Stand halten. Nicht einen komplett hochpushen und dann den nächsten ein bisschen unten lassen. Das wollen wir ja nicht. Oh, ich habe 4 Tickets bekommen. Eine 40er Portion gibt es wieder. Und das Herzchen Mikro. Also das Game will mich doch einfach nur trollen, oder? Einmal noch und wenn es jetzt wirklich noch mal auf die Banane kommt. Das ist auch gut. Danke. Danach müsste, glaube ich, sogar das Heldenmikro schon kommen. Aber Rüstung müssen wir noch hochstärken von ihm. Wenn er mal neue haben wollen würde. Alles klar, weiter geht's.
Sir müsste das Team für den Boss festlegen. Also irgendwann bleibt Ponfa mit. Terrako würde ich mal mitnehmen. Und für Keiki nehme ich mal Link mit. Denn Link hat auch starke Angriffe mit seinem Schwert. Vor allem, weil er auch das Heldenschwert jetzt hat, würde ich ihn gerne mal mitnehmen. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg nach unten außen rum. Zum Boss. Toll hier. Nun dann. Wo findet man hier noch gleich Juwelen? Oh, du meine Güte. Hat er was gefunden? Und. Oh. Ich werde zum Roboter. Professor Eich. Oh nein. Der Professor Eichroboter. Das klingt auch nice. Oh, der Sound. Ey, das sieht gar nicht. Das sieht nice aus. Und der Name Professor Eichroboter. Das klingt mega nice. Okay, let's go. Erstmal eine Barriere. Was? Dann nutzen wir sie ins Visier. Was? Hä? Schutzstreuer aktiviert. Oh, lol, was? Nutze dieses mysteriöse Streuer, um einen Charakter vor einem Angriff zu schützen. Hohoho, hat nicht ein Gegner ins Visier genommen? Falls ja, dann wird der nächste Treffer ganz schön wehtun. Aber nur keine Sorge. Mit Hilfe des Schutzstreuers verpufft jeglicher Schaden. Hat dich ein Gegner anvisiert, der Schutzstreuer den Bonus pariert. Schreibt dir das in die Ohren. Hoho. Als ob. Ja gut, hier war glaube ich sogar noch Platz, oder? Aber trotzdem sehr nice. Ich hatte so eine Barriere. Aber das Schild ist auch ganz nice. Wie Schande macht er jetzt? 57, da müssten wir nur noch ein Level noch hochkriegen. Ansonsten könnte er echt stark sein. Mega Feuer. Nice, er macht irgendwie weniger Schaden. Kann sein, dass er irgendwie der Schaden durch physische Angriffe bekommt. Aber doch Magie auch irgendwie. Ich glaube, er kriegt allgemein weniger Schaden. Also durch Magieangriffe. Das war sehr gut. Okay. Ja, komm. Machen wir natürlich. Darf bei keinem Boss fehlen. Komm auch gleich noch. Terrako vollstreuen und ein paar Leben. Nice. So, Flecki. Hotte Hü. Und wie das Schild auch dahinter dazu passt. Ist nice, dass es auch dabei bleibt. Nice. Das ist ein insaner Schaden. Den dürfen wir nicht vergessen. Nice. Und nochmal. Nee, komm. Das machen wir einen Rettangriff. Und es reicht, glaube ich, sogar, oder? Könnte ich nicht. Nee, reicht nicht. Und da ist er wieder zurück, der Roboter. Sind sie hier? Mach mal einen Schutzstreuer auf. Ihn. Und setz ihn Imper in die Ruhezone. Da ist hier auch safe. Und es reicht sogar. War ein cooler Boss, hatte quasi zwei Phasen. Der eine, in der einen Phase war er ja so ausgefallen, der andere war richtig zusammengeklappt. Hatte, ich glaube, weniger Schaden bekommen. Sehr schön. Höchst beeindruckend. Ja. Geschafft. Und kriegen Robosaft Deluxe. Ich bin wieder normal. Ausgezeichnet.
ausgerechnet ich, Meister der Robotik, wäre beinahe ein Roboter geworden. Ha, wer hätte das für möglich gehalten? Jetzt aber zu deinem Anliegen. Wo war das Ding gleich? Da nicht, da auch nicht. Ah. Ist es das Juwel, das du gesucht hast? Ja, das ist es. Das Nasenjuwel erhalten. Wenn das so ist, dann bitte sehr. Nimm es nur. Vielen Dank. Und damit ist die Quest von Professor Eich erfüllt. Juhu, das war dann schon das dritte Juwel für den Himmelsturm. Nur noch eins und wir kommen die Tür auf. Und dann kann der Dr. Fürst was erleben. Außerdem retten wir Daruk. Und hält nichts mehr auf. Ja, wir sind unaufhaltbar. War eine echt nice Quest. Also die hat mir gut gefallen. Oh, lol. Und die dann auch einen Schreitangriff 2. Sehr schön. Also ich kann noch einen anderen beibringen, aber schauen wir, das irgendwie hinkriegen. Mario kann noch ein bisschen zu Flecky und das kann ich. Flecky. Level 32. Eigentlich wäre es schon lustig, wenn ich noch ein bisschen zu Flecky kommen würde. Aber okay. Kann man nicht kaufen, leider. Das kostet 5000. Alles klar, dann futtern wir noch einmal zum Abschluss. Nice. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach weit gereist und sagen Professor Eich Bescheid. Also. Ein Roboter mit Gesicht, der sich noch bewegt. Fantastisch, die Erfindung meines Lebens. Wird er der Endboss sein? Also wenn danach nochmal irgendwas passiert nach dem Endboss, dann wäre das Spiel mega lang. Aber ich glaube nicht. Aber wenn Fire wird dann so eine Armee aufstellen mit Gesichtern. Also er als dritter Boss. Das wäre ein mega Plot-Twist, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Nächste Woche werden wir uns hier ran machen an die Quest von DDD. Und danach werden wir mal schauen. Gehen wir in den Himmelsturm. Vielleicht machen wir am Ende noch die beiden Quests, weil die interessieren mich auch ein bisschen. Hier können wir auch die ganzen Schwächeren damit nehmen. Dann würde ich sagen, war es mit der Folge. Nächste Folge, wie gesagt, machen wir DDDs Quest. Bis zum nächsten Mal und ciao.